Hallo ihr Lieben, in Kooperation mit Klarstein gibt es heute bunte Barbecue-Spieße. Vegan, mit Garnelen und mit Fleisch. Anstatt auf einem herkömmlichen Grill bereiten wir die Leckerbissen aber auf den Infragrill-Elektrogrill zu. Ein Exemplar davon darf ich auch an euch verlosen, aber dazu später mehr. Bevor es mit der Zubereitung losgeht, zeige ich euch den Grill einmal etwas genauer. Die Hitze wird durch einen großen Drehregler bestimmt. Das, was den Grill so besonders macht, ist das fortschrittliche 1500 Watt Infrarotheizelement. Durch die Infrarottechnologie garen die Lebensmittel schonend und gleichmäßig und Fleisch bleibt trotz perfekter Bräune zart. Durch den Aluminiumreflektor, den ihr hier sehen könnt, wird so wenig Wärme absorbiert, dass das Grillen nahezu rauchfrei möglich ist. Los geht's mit den Zutaten und der Zubereitung. Ihr braucht eine Menge frisches Gemüse wie zum Beispiel Paprika, rote Zwiebeln, kleine Champignons, Zucchini und Knoblauch, frische Ananas, Hähnchenbrust, Garnelen, Teriyaki-Soße, erhitzbares Olivenöl, Salz, Pfeffer, Petersilie, Chiliflocken und Sesam. Außerdem braucht ihr auch noch Grillspieße. Ich verwende hier welche aus Holz. Wenn ihr auch die Holzvariante benutzt, legt sie ca. 20 Minuten in kaltes Wasser, damit das Holz später nicht so schnell verbrennt. Und dann kann es auch schon losgehen. Für die veganen Spieße werden die Gemüsestücke, die alle in etwa die gleiche Größe haben sollten, mit dem Olivenöl benetzt und nach Belieben gewürzt. Ich nehme hier jetzt ganz einfach nur Pfeffer und Salz. Und so kommen die Spieße dann auch schon auf den Grill. Für die Garnelenspieße werden die Garnelen mit Olivenöl, gehacktem Knoblauch, Pfeffer und Salz vermengt und dann aufgespießt. Und so kommen die Spieße dann auch schon auf den Grill. Die Chicken Teriyaki Hawaii-Spieße sind auch super simpel. Das portionierte Hähnchenbrustfilet wird mit der Teriyaki-Soße, Pfeffer und Salz vermengt und eine halbe Stunde in den Kühlschrank gelegt. Anschließend werden Gemüse und Ananas mit etwas Olivenöl benetzt und im Wechsel mit der Hähnchenbrust aufgepiekst. Super lecker schmeckt es übrigens auch, wenn die Barbecue-Spieße noch etwas verfeinert werden. Zu den veganen Spießen passen perfekt getrocknete Chiliflocken, zu den Chicken Teriyaki-Spießen eine Prise Sesam und zu den Garnelenspießen frische gehackte Petersilie.
Zur Reinigung wird die Fettauffangschale einfach herausgenommen. Der Grillrost selbst lässt sich ebenfalls kinderleicht reinigen. Jetzt aber zum versprochenen Gewinnspiel. Um im Lostopf zu landen, schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr am liebsten grillt und welche Maße der Grillrost hat. Den Link zur Antwort habe ich euch unter dem Video in der Infobox verlinkt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Mitmachen und drücke euch natürlich ganz fest die Daumen.